So, einmal das nächste Mal drüber. Also nicht gleich drüber, aber... Schweinchen bewegen sich gut. So, schauen wir mal. Rechtfertigte Ablehnung. Wir hätten noch eine Stoßstange noch machen sollen. Okay, die hintere waren nur halb dran. Das zählt also auch nicht. Das ist ja gemein, wie die mit mir umgehen. LH3C, GBQ3. 25. Juli. Passt. November 1981 passt. Das Stempel kenne ich auch unter Tausenden. Ah, Karistan. Einmal ganz kurz Fahrzeug. Reisepass stimmt. Fahrzeugschein passt. Arthur Vasiljev. So, und der Frachtbrief muss jetzt auch noch passen. Der stimmt, okay. Der Fahrzeugschein aber nicht. Ha. Hör einfach auf, Sachen zu fälschen, Junge. Okay, die Schweine bewegen sich. Quasi keine Fake-Schweine. So. Dann schauen wir mal. Hier eigentlich auch alles Roger. So, dann steig mal bitte aus dem Fahrzeug aus, mein Freund. Hi. Alles Roger. So, hier Autoscheibe hinten. Ist sie zerbrochen? Ich glaube aber schon. Sieht mir sehr zerbrochen aus irgendwie. Nee, ist drin. Okay, alles klar. Sah gerade nur so aus. So, jetzt einfach einsteigen und abfahren jetzt. Tschüss. Nee, so nicht. So, ich möchte mich jetzt nicht vor dir hinknien. Ganz so unterwürfig bin ich ja doch nicht. Zager 53, das passt eigentlich auch. Zager 53. Genau. 4240. So, schmeißen wir nochmal ganz kurz die Schweine drauf. Also nicht schmeißen, sondern behutsam da drauf stellen. 4240. 4240, okay. Und XAE 6389YI. XAE 6389YI. Sehr schön. Okay, dann haben wir bei dir eigentlich auch nichts. Okay, wir haben bei dir eigentlich super entstanden eigentlich. Wer bist du? 81, der müsste jetzt eigentlich 31 sein, genau. Passt also. So, das passt. Das passt. Spiegelleiste beide, sehr schön. Dann einmal nochmal hinten drauf. Das passt eigentlich auch alles, sehr schön. Ja, können wir nicht eigentlich genauso drüber lassen. Autoscheiben hast du auch nicht kaputt oder so. Ja, passt. Mal hinten kurz drauf gucken, passt auch. Wunderbar. So, wunderbar. Können wir dich einmal getrost ablehnen. Nicht das. Tja. Kann jetzt leider auch nicht so wirklich viel dagegen tun. Ich wünsche dir eine gute Weiterfahrt. So, Tür zu. Und heimwärts. So, ich will mir noch ganz kurz noch unser neues Gefängnis nochmal anschauen. Das habe ich nicht so ganz gemacht irgendwie. So. Hi. Zwei Leute. Perfekte Inspektion. Ich glaube, das war's für heute. Sehr schön. Okay, hier gibt es jetzt sogar noch einen Television. Power Sonic. Geil. Da können wir uns jetzt richtig gemütlich hier hinsetzen. So. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen. Ne, Muskovic, der hat es hier gar nicht mal so uncool mehr. Er hockt den ganzen Tag hier drin. So, ganz entspannt, ne? Hier wird schön belüftet. Kann ich hier noch jemanden anrufen? Ich möchte meine Mutter anrufen. Nein. Und dann wird hier einfach, ne? Er kann hier ganz gemütlich was fernsehen. Also schlecht ist das nicht. So. Und die Gefangenen haben es jetzt auch besser, glaube ich. Haben jetzt hier so ein paar Gefangenenpritschen. Hier ein Klo, so richtig versifftes. Mit einem Eimer daneben. Und sogar eine Zahnbürste. Eine Zahnbürste für, weiß nicht, wie viele hier reinpassen. Welcome home. Okay. Interessant. Mach euch mal das Licht an, ja? Müsst ihr nicht im Dunkeln sitzen. Bam. So. Okay. Hier drin sieht es eigentlich auch ganz schnuckelig aus. Schön, schön, schön. So. Mai 1981. 23, 34, 24, 31. Ach so, so funktioniert der Kalender. Jetzt verstehe ich das. Ich war ganz kurz hierüber, ganz kurz verwundert.
Okay, wir haben es den 13. Mai. 16. Mai, da habe ich angefangen. 16. April habe ich angefangen, scheinbar. Okay, okay. Polizkapitel. Naja. Judy, Leute, ich kaufe mich auf Lauscher und ihr, macht jetzt mal was Gutes hier, ja? So. Ich penne mich hin. Gute Nacht. So, Tag 28 minus 605. Wir haben 562. Geil. Ach, schon wieder mitten in der Nacht. Irgendjemand ruft mich an. Ach, niemand ruft mich an. Jemand. Das Problem ist, ich glaube, ich habe fast keine Munition. Habe ich Munition? Inventar. Ich habe keine Munition. Also halt 37 Schuss jetzt. Ungünstig. Kann ich mal ganz kurz telefonieren? Ich würde mal gerne Blatt anrufen. Mist. Ich müsste nochmal dringend nochmal Blatt anrufen eigentlich. Ach, hallo. So, jetzt kann ich 3 Minuten einfach nur rumsitzen und nichts tun. Ich habe noch 27 Schuss. Das wird jetzt interessant, ob ich das jetzt so durchstehe. Bei 3 Minuten sind halt schon 3 Minuten, ne? Da bräuchte man eigentlich schon so 10. Aber ich meine Leute sind ja auch relativ stark mittlerweile eigentlich. So, ich habe noch einen einzigen Schuss. Wem setze ich jetzt den letzten Schuss? Ihm hier. Hat sogar getroffen, weil ich einen Headshot gelandet habe. Jetzt kann ich mich eigentlich nur noch zurückziehen und einfach chillen. Ja, das machen die gut. Das machen die gut. Alles gut. Super. Sag mal, Fenster aufmachen, ja? Warum haben eigentlich alle Munition nur ich nicht? Das ist voll gemein. Ich schließe mich einfach im Lager ein. So. Du hast ein Gefährt verloren. Scheiße. Das hat mir jetzt alles kaputt gemacht. Ey, unser Präsident ist vom Band geflogen wegen einer scheiß Granate. Das ist jetzt alles sehr uncool. Ich kann mich jetzt auch schlecht mit einer Axt, die auch noch halb kaputt ist, mir mitten in den Weg reinstellen. So. Was ein Gefährt verloren. Ich lasse mich ganz kurz umdrehen, weil es war das nicht wert. Boom, da war ganz kurz eine Granate. Ich überlege gerade, wenn wir jetzt den Tag neu starten, dann müssen wir ja nochmal den ganzen letzten Tag spielen. Habe ich das jetzt verstanden? Kontrollpunkt, weil ich glaube, der Kontrollpunkt ist, wenn ich aufwache und dann Alarm, Granada und so weiter. Ja, das ist halt scheiße, dass ich jetzt hier nicht anrufen kann. Okay. Ja, das geht auch nicht. Postmanagement kann ich auch nicht machen. Hier ist auch keiner. Ah, ich will jetzt nicht nochmal den ganzen Tag neu starten, das ist ja auch gut jetzt. Und so würde ich einfach nur haufenweise Gefährten verlieren. Also ihr dürft mich erschießen, dann spielen wir halt nochmal den Tag neu. Ihr dürft mich alle gerne erschießen. Ich bin euer Sündenbock. Erschießt mich! So, habt ihr es bald? Das ist ja irgendwie lahmarschig. Wie lange ihr braucht, um mich zu erschießen? Spiel verloren, okay. Starte den Tag neu. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass wir wieder ganz am Anfang anfangen. Sondern dass wir nach Möglichkeit wieder am Abend sind. Wach auf, Genosse, vor dir liegt ein weiterer wunderbarer Tag in der Kardistan. Ich könnte wirklich heulen, einfach nur. Das ist doch so Schabernack, echt. Oh, das ist so schlecht gemacht irgendwie in diesem Game. Es tut mir wirklich leid, dass ich da so darüber ablästern muss. Aber weil ich jetzt... Ich darf auch den Posten nicht verlassen. So, ich meine, klar, ist auch irgendwo mein Vergehen. Der hat ja was dabei, ne? Ich glaube ja schon eigentlich. Warst du der... Okay, der hat was dabei. Danke. Aussteigen. So, wir laden das mal in dein Gepäck aus.
So, dann ziehe ich einmal ganz kurz die Zigarettenschachtel hier raus. Barasto, Schipka. So. Direkt aus meinem Osten festgenommen. Das war ja relativ schnell jetzt. So. Zack. Nehmen 25 Schmuggler fest. Na, das war ja auch irgendwie tatsächlich jetzt doch relativ einfach. Der hat auch was hier oben drauf in diesen Zementsäcken. So, wo war es hier was drin? Hier was drin. Ach du meine Güte, hier hat aber was jetzt versteckt. Hier auch noch was. Unglaublich. Das heißt, es ist auch immer bei neuen Stellen. Das ist ja auch irgendwie cool. So, hier stimmt eigentlich auch alles. So. In der Rückenlehne ist hier was. Das sehe ich so schlecht, aber das ist eigentlich nichts. Sonst ist eigentlich alles okay. Ich schaue mal ganz kurz hier unter dem Armaturenbrett. Ist nichts mehr. Okay. Hier noch irgendwas. Nö. So, kannst du einmal abräumen. Aros, Tovarishu. So. 160 nur. In den Reifen haben wir nicht genügend geschaut. Ah, okay, alles klar. Naja, gut. Ist ja jetzt gerade auch eher so eine Speedy. Dementsprechend eigentlich erstmal alles gut. Der versucht heute mal nicht zu fliehen. Aussteigen. So, direkt Waffe zücken. Lass mich bitte einfach in Ruhe. So, wir versuchen ihn abzuhalten. Wir versperren ihm direkt mit dem Kratzug den Weg. Shit, das geht nicht. Okay, wir müssen nochmal ganz kurz Verfolgungsjagd machen. Ja, Sir. Bitte, Sir. Hau ab, Sir. Was weiß ich je. So, einmal mal ganz kurz... So, volle Kanne auf die Tube drücken. Jetzt fährt er gerade diesmal geradeaus. Das gibt mir eigentlich noch weniger Vorsprung. Also gibt ihm mehr Vorsprung, aber für mich ist es jetzt schrecklicher, wollte ich so rum sagen. So, einmal Vollgas hinterher. Da vorne ist er ja schon. So, wir drücken richtig das Gaspedal durch. Also ich jetzt. Oder auch ihr auch. So vor den Empfangsgeräten hier. So, wir müssen uns jetzt schön rechts reinschmiegen. Und dann jetzt volle Kanne. So. So. Verhaftet. Diesmal ist er nicht tot, immerhin. Was für ein Tag. Sehr schön. So, die Karre ist sowieso so unzugänglich jetzt mittlerweile. So, haben wir hier noch was drin? Ist ja schließlich hier kein Sammlerbuffet. Aber... Hier im Reifen ist noch was. Zwei Zigaretten drin. Ich frage mich, wenn wir jemanden anhalten auf der Straße, finden wir da vielleicht auch noch was. Das wäre auch irgendwie cool. Und könnte ich die dann auch eigentlich legal festnehmen? Ich glaube schon fast. Hm. Aber ich sehe jetzt bei dem zum Beispiel nichts. Na, alles gut. So, ich glaube, der ist einfach versteinert vor Schock. So, einmal abführen. So, einmal Abflug jetzt. So, wieder entspannte Musik. Einmal Martinshorn aus. So, der sieht ja auch ganz betröppelt aus, der arme Typ. Und der fährt jetzt weiter mit offener Motorhaube. Wie sieht der denn eigentlich was? Hey, wenn wir dich schon mal da haben, ich wollte mal ganz kurz überprüfen, ob wir vielleicht bei dir was Schmuggelware finden. Ich glaube nicht. Nee, das sieht ganz gut aus. Du hast nichts dabei, sehr schön. Entschuldige mich. Alles gut. So, die Seitentür musst du nicht zumachen. Alles gut. Motor starten, einmal Abflug wieder zum Posten, dass mir der Oh, ihr seid so doof. So, wenn wir ja eigentlich schon hier sind, dann können wir ja eigentlich direkt mal bei Vlad vorbeifahren. Eigentlich. Da müssen wir die nächste links und dann irgendwie geradeaus und dann rechts. Dann nochmal links. War ein bisschen Kreis, aber naja.
Schmuggelware. Großartig, okay. Wir haben trotzdem großartig gekriegt, wenn wir ihn gefasst haben. Sehr schön. Da war noch was im Reifen drin, das habe ich jetzt nicht ganz genau gesehen. Ich meine, das lag auch auf der Seite des Fahrzeugs. Das hätten wir jetzt nicht ganz genau herausfinden können, wahrscheinlich auch. Also wäre wahrscheinlich nur sehr schwierig möglich gewesen. So, wir müssen ein bisschen vorsichtig fahren, weil ansonsten wird es dem A schlecht und B, vielleicht stirbt er auch noch, wenn wir volle Kanne gegen den Baum knallen. So, wir müssen jetzt noch eine Straße weiter, glaube ich, oder? Ja, schon. Wobei, wir könnten eigentlich auch hier lang fahren. So, das schaffen wir in 4 Minuten, hoffentlich. Ja, nee, ich wollte eigentlich die Karte zumachen. Warum auch immer ich jetzt gerade auf F1 gedrückt habe, gar keine Ahnung. So, hier einfach immer schön geradeaus fahren, einmal Sägewerk vorbei, ja genau. So, und hier am Ende der Straße ist nicht das Haus am See, vielleicht auch ein Haus am See, ich weiß es nicht. Vielleicht leben da auch 20 Kinder drin und noch eine Frau, die wunderhübsch ist. Aber hauptsächlich ist hier tatsächlich Platzladen. So, und darauf kommt es mir gerade an. Ateiche. So, ich hätte gerne einmal alles, was du hast, an Munition. So, richtig fette Munition müssen wir einmal einkaufen. So, die Waffen und der ganze Schabernack, den schmeißen wir einmal hinten rein. So, Schabernack reinschmeißen. Damit wir uns hier noch mehr Schabernack kaufen können. Ich glaube, mein Messer ist auch schon fast im Eimer. Warte ganz kurz, ich gucke nochmal ganz kurz in mein Inventar. Messer ist fast kaputt eigentlich. Vielleicht sollten wir uns nochmal ein Messer kaufen. $100, boah. Vielleicht ein Schnappmesser eher. Reicht ja auch eigentlich. Und dann kaufen wir uns nochmal schön Muni. Das war ein schreckliches Geschäft, ganz ehrlich. So, einmal Motor starten und einmal ab geht's nach Hause. Weil wenn wir jetzt nochmal den Tag nochmal spielen müssten, also noch ein zweites, drittes Mal jetzt, dann kriege ich die Krise. Also das müsste jetzt hoffentlich genügend Munition sein, damit wir unseren Posten würdig verteidigen können. Na nee, gut, ob das würdig ist, weiß ich nicht. Könnt ihr euch aussuchen. So, ich glaube... schade, das war... Also nicht schade, sondern gut. Ich wollte noch mal ganz kurz etwas sagen. Und zwar, wir haben es ja jetzt mit, Ende Dezember. Oder, nee, warte mal. Jetzt nicht Dezember, sondern... Also Anfang Dezember, sorry. Anfang Dezember. Und die nächste Folge wird so ungefähr an Weihnachten rum kommen. Irgendwie so. Wollte ich noch mal ganz kurz Bescheid geben. Die nächste Folge wird nicht am Samstag, Sonntag kommen. Sondern die werde ich wahrscheinlich Donnerstag, Freitag hochladen, weil Samstag ist, glaube ich, Heiligabend. Das ist so komisch, darüber zu reden, wenn man es gerade 10. August hat. Aber ja, ihr wisst schon, worauf es hinausläuft. Schade, den habe ich gerade mitgenommen. Ich wollte euch einfach nochmal ganz kurz Bescheid geben. Also nächstes Mal, also in 2 Wochen, nicht Samstag, Sonntag einschalten, sondern eben am, Donnerstag, Freitag. Weil ich will an Weihnachten nichts hochladen, weil dann sitzen da irgendwelche Leute und vermiesen einem das Weihnachts die Weihnachtsfreude, indem die da einfach nur rumhocken und Grinsika gucken, und das will ich einfach irgendwie vermeiden. Ich hoffe, das habt ihr irgendwie Verständnis. Kommt das Donnerstag, Freitag, das ist ja auch in Ordnung eigentlich, ne? Kommt ja gleich hier raus, praktisch. So, ich will einfach nur mal das ganz kurz hier sagen.